Also wir haben morgen ein Werbeshooting für RTL 2 und das ganze Produktionsteam sitzt schon da, also sollten wir uns schon ein bisschen gut benehmen. Hallo. Willst du Pipi machen? Nein, es ist nur, weil meine Louis Vuitton-Tasche zu groß ist. Ja, da ist es. Hier. Hat er? Ja, der macht. Er hat auch Spaß daran gerade. Danke, Melina. Okay, Shania, geh Wasser holen. Nein, ich mach das nicht so. Kann aber auch Strohhalm. Der Wiener kann sauber machen. Ich war 20 Minuten mit dem Hund Gassi. Ja, wer macht das jetzt sauber? Du. Du? Ja, was ich fragen wollte, Mama, die Bilder machen wir hier auf dem Boot draußen. Ich hoffe, ich fange gerne um 8 Uhr an. Ich du weißt, wie ich bin mit Wind im Gesicht, ne? Du weißt, wie ich bin mit Wind im Gesicht. Weil wir das Abendlicht brauchen. Ja, ist nur damit du es weißt. Abendlicht? So ein Bild, wo meine Haare so nach hinten fliegen. No. Das geht nicht, wenn die Haare nach hinten fliegen. Also, Shania darf keinen Wind im Gesicht. Wir brauchen Abendlicht. Abendlich. Für das letzte Foto brauchen wir Licht um 6 Uhr. Normalerweise war es geplant, dass wir um 4 Uhr weg können. Jetzt heißt es auf einmal 8 Uhr. Mega nervig. Also vor Uhr, halb 7. Halb 7. Ey, dann stehen wir genau im Stau. Ja, aber können wir nicht um 17 Uhr fahren? Wir hätten das sowas von dem Monaco machen sollen. Ja, aber was ist das Schöne? Dann können wir die Fotos jetzt machen. Nee, jetzt ist Sonne weg. Wäre eine Stunde vorher gekommen, ja. Ich finde es super nervig, dass es jetzt so lang dauert, weil ich meine, ein Fotoshooting kann doch schneller gehen. Also man kann doch auch früher fertig sein. Warum müssen wir jetzt so lange da bleiben? Weil ich am Abend noch mit ganz vielen Freunden zum Fußballspiel gehen wollte. Brauchst du wirklich so ein Licht? Aber ja, ich weiß auch nicht, was hast du denn morgen zu tun? Was wichtig sein soll? Nein, also wirklich, ich finde das voll scheiße. Davina steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch, weil sie morgen den Fußballspiel gucken will. Weil sie auch befreundet ist mit den Fußballspielern und weil sie auch richtig Fußballfan ist von AS Monaco. Aber der genaue Grund, wieso sie eigentlich dahin geht, bin ich nicht so sicher, weil das hat wirklich auf einmal so angefangen, dass sie Fußball braucht. 19.05 Uhr kannst du fahren. Okay, das sind 24 Stunden. Davina soll nicht so rumzicken, es gibt Schlimmeres. Ich bin vielleicht die Jüngere, aber ich mache jetzt eins auf die vernünftige ältere Schwester. Ich glaube, wir machen jetzt die Haare, sonst wird es auch zu spät. Genau. Ja, mach das. Was machst du denn für? Blond und Extensions. Ach, du hast Extensions? Und Farbe, alles. Alles. Hast du? Das ist schon mal herbst. Und dann könntest du mir ja eigentlich meine deine Haare wieder verlängern, ja. Jetzt so kurz geworden sind. Guck mal, gerade kriege ich die so nicht hin. Doch, das geht schon. Bist du noch heller? Deine, von der Farbe? Nein, so. Vom Styling? Kannst du die so machen? Ja, das ist easy. Ja, aber, ja, aber du wirst so nicht so aussehen. Nee, aber die Haare. Es war ja klar, dass Mama sich heute auch die Haare machen lassen will. Aber jetzt bin ich erstmal dran. Alle Geissens sind am Start und aufgehübscht. Der Shooting- und Interviewmarathon kann beginnen. Wir sind wieder unterwegs mit Mama und Papa. Also der Werbedreh ist immer sehr, sehr nervig. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Aber am Ende ist es immer schön. Ja, weil die Bilder danach sind schön, aber ja. In dem Moment halt die ganze Zeit, ah, die Pose, die Pose, genau. Ah, jetzt noch ein Interview, ah, sag das, ah, nee, sag das nochmal, ah, nee, kannst du so stehen, nee, kannst du so, boah, das nervt. Aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Doch. Umberto Tozzi. Okay. Ah, da hört er. Okay. Bekomme ich bitte ein Sprudelwasser? Davina und Shania. So, jetzt könntest du das machen. Ja, haben wir trotzdem. Ja, aber das ist hart. Papa macht sich richtig gut als Wasserspender. Den nehme ich ab jetzt zu jedem Shooting mit. Sie machen einmal den und einmal machen wir den, das ist zur Kamera. Genau, why would you do that? Nach den Zweieraufnahmen müssen wir jetzt auch Einzelaufnahmen machen. Während Shania ihre Bilder macht, muss Mario mein Personal Selfie Stick sein, damit er dann auch schöne Bilder von mir machen kann. Jetzt
anziehen oder was? Ich schreibe bitte Hinweis, also eure weißen Outfits. Es geht eigentlich, ist doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Es hätte ja auch schlimmer sein können. Aber ich hasse es einfach, Outfit wechseln, das ist nichts für mich. Aber okay, ich glaube, wir sind jetzt eh gleich fertig. Stell dich nicht so an. Ich hasse es, mich 10-mal am Tag umzuziehen. Neues Outfit, neues Glück. Oh, ja. Was sind die Schuhe her? Ja, ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf meine Kinder. Die machen das heute sehr professionell, muss ich sagen. Und sehen hervorragend aus. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und hier ist er ganz nah gefallen. Prost. Wow. Ich fühle mich nicht wohl in weiße Klamotten. Neues Outfit, neues Glück, das waren doch deine Worte. Oh, seid ihr hübsch. Wo kommt ihr denn her? Das ist wie ein Koch, der das beste Material hat, das beste Food hat. Weißt du, das beste Fleisch, die besten Produkte. Ja, Gemüse und alles. Da kann, selbst wenn er nicht kochen kann. Zum Supermarkt. Ja, selbst wenn er nicht kochen kann. Schmeckt, weil alles frisch ist. Und so seht ihr auch aus, frisch. Jetzt stehen auch noch Interviews an. Das muss jetzt alles schnell gehen, weil ich wollte jetzt eigentlich schon beim Fußballspiel sein. Social Media machen wir auch so halt. Der Salze so ein bisschen manchmal posten. Ja, TikTok, der Wiener ein bisschen mehr als ich. Aber wir machen auch manchmal so Kooperationen. Ja, und solche Sachen. Also kommen Unternehmen, Mode, Lifestyle zu euch, um bei euch stattzufinden, also mit denen ihr eine Kooperation macht. Jetzt habe ich nicht zugehört. Ja, weil Mama die ganze Mama. Die Mama ist doch noch im Hintergrund. Ja, Mama ist immer im Hintergrund. Richtig. Was? Du musst die Beine übereinander schlagen, man kann dir was hab ich in den Herz gucken. So. Gut. Wir vertrauen Mama total. Sie kennt sich sehr gut aus in diesem Business. Also es ist immer gut, dass sie dabei ist bei diesen Interviews. Es soll auch alles passen und ich habe auch keinen Bock auf unnötige Shitstorms. In 3 Jahren sehen wir euch weiter im Fernsehen. In 3 Jahren seid ihr voll auf Social Media. Seht ihr, was ihr macht. Es bleibt erst spannend. Ich würde sagen, es bleibt spannend. Man weiß nie, was passiert. Aber wir hoffen es. Ja, wir hoffen, dass wir das jetzt auch länger machen und das zusammen, ne? Ja. Das wäre schön. Ja. Also ich will diesen Job machen für eine Weile noch, bis ich glaube ich meine eigene Familie habe und dann werden wir sehen. Vielleicht mache ich es dann noch weiter, vielleicht nicht. Aber ja, solange ich jetzt noch allein bin und noch mit meiner Familie bin, werde ich noch immer unsere Show machen. Vielen Dank für die Fragen und die Antwort. Das war's schon. Perfekto. Let's go. Okay. Ja? Haben wir alles? Ja. Perfekt. Das Abendlicht ist so langsam am Start und damit die perfekte Beleuchtung für das letzte Bild und die Möglichkeit für Davina, sich vielleicht endlich abzuseilen. Ja, aber nicht hier mit Kratzer machen. Ne? Diese Füße werden aufgehoben. Die schlürfen hier nicht über mein Deck. Davina, hast du das jetzt gemacht? Nein, war ich nicht. Das war ich. Ich war hier. Musst du das bezahlen? Das ist Farbe von Lila. Das ist Lila. Das ist so ab. Hat sich ja an einen Vogel geschissen. Bitte nicht mal hier. Ich hab's hat Lila Dünnchen gehabt. Alright, das sieht schon fett aus. Genau, wir können einmal klatschen. Sehr schön. Super. Einen erfolgreichen Tag geht zu Ende, endlich. Es war ja super stressig. Aber es war richtig gut. Und es ging eigentlich ganz schnell, finde ich. Also es hat sich nicht so lang angefühlt. War eigentlich ganz gut. Aber ich freue mich jetzt auch wieder zu Hause zu sein und zu duschen. Und dann ab ins Stadion. Okay, andiamo. Yes, bye-bye.
Andiamo, andiamo. Dame, oder wie immer der heißt. Darfst du nicht mit. Haben wir heute gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ich habe Mario wirklich in mein Herz geschlossen. Ich auch. Der ist so ein süßer Typ. Oder Frau. Man weiß es ja nicht. See you so soon. Danke euch für alles. Dankeschön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du gekommen bist. Viel Spaß, fahrt langsam, ja, sehr gerne. Danke für alles. Danke dir. Danke für die wunderschöne Fahrt. Oh, gar kein Problem. Ich hoffe, beim nächsten Mal hast du den Führerschein, du wirst ihn abholen. Ja, dann möchte ich auch. Dann ist mit dann. Genau. Machen wir. Die ganze Sache von Janais Führerschein zieht sich echt lang hin. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Sie will ja eh nur einen Chauffeur haben, der sie überall hinbringt. Mir reicht's jetzt aber. Sie hat mir versprochen, sie wird jetzt Fahrstunden machen und dann ihren Führerschein bekommen. Hoffen wir, es stimmt. Hupsi! Adios, ciao! Ciao! Sagst du ciao? Oh, moin! Drück sie hart jetzt. Heute war eigentlich ein super Tag, oder? Ja, und wir sind sehr froh mit den Ergebnissen.